persönlich drehe immer den Propeller ein wenig durch, weil ich das Gefühl habe, dass der Motor dann leichter anspringt. Auch Kopfhörer sind angeschlossen. Du hast deine Kopfhörer an. Ja. Sicherung, Bidokkabel ist entfernt. Das Mikrofon muss ich noch einstecken. Das soll. Gashebel auf. Primer zweimal. Dreimal. Gashebel einen halben Zentimeter offen. Bremsen. Und. Ich möchte euch noch ganz schnell eine besonders elegante Art zeigen, eine Frequenz in das 430 einzuspeisen. Dazu brauchen wir erst einen Flugplatz als Waypoint. Die einfachste Art ist dazu einfach ein Direct-Do und sich den ICAO-Code einzuwählen. So, schauen wir mal, wie es geht. Das Direct-Do aktiviert man nun mit Enter und mit der großen rechten Taste kann man dann auf die Waypoint Group gehen. Mit dem kleinen rechten Knopf kann man sich die Frequenzen hereinholen, das habe ich schon gemacht. Man drückt auf den kleinen Knopf, aktiviert den Cursor und kann dann durch die Frequenzen scrollen. Bei der gewünschten Frequenz drückt man nun auf Enter und es switcht sofort die Frequenz in die Standby-Funktion. Piloten, die das 430 oder das 1000er gewöhnt sind, kennen diese Funktion natürlich. Und mein Lieblingsknopf ist das Clear. Wenn man es cleart, dann kann man auf ein paar Sekunden auf Clear drücken, kommst du auf die Hauptzeiten zurück. So, beim Rollen wird der Knüppel gezogen bei der Maschine. Und das ist halt das, wo der Tower nicht so glücklich ist, aber wir müssen einfach ganz langsam rollen. Weil das einfach nicht so ideal zum Übersehen ist. Vor allem, wenn wir landen, wir können nicht so schnell abholen. Ja. Am Taxiway ist wahrscheinlich nur wurscht. Genau, am Taxiway ist es auch nicht. Wir haben uns nun daran gemacht, ein paar Platzwunden zu fliegen, einfach um Landungen zu üben. Das Wetter war heute ausgezeichnet. Fast windstill und die Landungen dementsprechend zufriedenstellend. Als Belohnung haben wir uns noch ein bisschen unters Bergfliegen gegönnt. Einfach nachschauen, ob die Gämsen schon geschlüpft sind. Es ist ja so warm dieses Frühjahr. Und zwischendurch natürlich immer ein bisschen Error, zum Beispiel im Steilkreis Höhe ab. Auch Slippen üben. Bei der Sweet Lady ist Slippen übrigens auch mit ausgefahrenen Klappen erlaubt. Damit der Motor nicht unnötig auskühlt, stellen wir nicht auf Leerlauf und ziehen die Vergaser vorwärts.
Wenn ich ohne Klappen landen will, hat sich bei mir 1600 RPM bei 70 bewährt. Mit Klappen in zweiter Stellung ist der Anflug dementsprechend steiler und dann fliege ich mit 1400 ebenfalls bei 70 im Long Final. Jetzt noch einmal mit Blick auf die Instrumente. Knapp über der Schwelle zieht man das Gas heraus. Dabei habe ich ungefähr noch 60 Knoten, wobei ich nicht mehr auf die Instrumente schaue, sondern nur mehr nach dem Gefühl fliege. Es wurde mir empfohlen, in dieser Phase des Fluges ans Ende der Landebahn zu sehen, um eventuelle Ausbrechtendenzen sofort zu erkennen. Sie ist schon eine wahre Schönheit, unsere Sweet Lady, wenn das Wasser so von ihrer straffen Haut abperlt. Und gegen die Corsair von unseren Nachbarn ist sie sogar noch ein junges Mädchen. Viel schöner kann so ein Flugtag wohl nicht werden.